Kommen wir noch zum letzten Teil des Abschnitts der Vorlesung zur Architektur einer Suchmaschine. Das ist so ein bisschen die Klammer außenrum. Wir haben den Indexprozess uns angeschaut, indem man den Index aufbaut, also die Datenstruktur, die dann das schnelle Suchen unterstützt. Wir haben uns den Retrieval-Prozess angeschaut, also der Teil, wo die Suchmaschine mit dem Nutzer interagiert, und außenrum die Klammer so ein bisschen ist die Evaluierung. Das heißt, wenn man sich diese Veranschaulichung nochmal vor Augen führt mit den einzelnen Komponenten, Akquise, Textanalyse, Indizierung und eben den verschiedenen Storage-Komponenten und dann dem Nutzerinterface und dem eigentlichen Retrieval. Wo liegt denn da die Evaluierung? Ja, einfach außenrum, ne? Also im Prinzip muss man alles evaluieren bei einer Suchmaschine. Es gibt so verschiedene Blicke, die man auf eine Suchmaschine halten kann, und das sind im Prinzip die, wo man fragt, ist sie denn effektiv? Also hilft sie den Nutzenden? Ist sie effizient? Das heißt, ist sie schnell? Ist der Index passabel groß oder zu groß oder solche Geschichten? Und das würde man in der Evaluierung im Prinzip versuchen zu untersuchen. Also wie verhält sich das System bezogen auf seine Antwortqualität? Das wäre also die Effektivität, und bezogen auf Geschwindigkeit oder Platzbedarf für eben die ganze Suchmaschine. Das wäre sowas wie Effizienz. Wenn man also Retrieval analysieren möchte, kann man verschiedene Ziele definieren, sowas wie die relevantesten Dokumente sollen ganz oben stehen oder sollen die Suchergebnisse möglichst divers sein. Das würde man Diversity oder Novelty manchmal nennen. Das ist im Prinzip so die Frage, diversifizieren meint meistens mehrdeutige Geschichten, also sowas wie eine Anfrage Jaguar, und da kann es eben Ergebnisse zu Autos, Katzen, Sportteams, Flugzeugen und so weiter geben. Und möchte man beim Diversifizieren eben vielleicht alle im Suchergebnisranking so ein bisschen repräsentieren, alle Bedeutungen. Novelty wäre sowas, was selbst bei nicht unbedingt mehrdeutigen Anfragen nützlich ist, wo man aber eben sagt, auf Rang 2 möchte ich dann vielleicht nicht das zweitrelevanteste anzeigen, aber das, was das Dokument auf Rang 1 besonders gut ergänzt, im Sinne von, es kommt noch ein neuer Blickpunkt auf das Thema da drin vor. Also nicht unbedingt das, was nach Relevanz, absolute Relevanz sozusagen, wo auch immer der absolute Relevanzbegriff herkommt, aber was so nach Relevanz vielleicht auf Rang 2 stehen sollte, sondern eher das, wo man sagt, es nützt dem Nutzer vielleicht am Platz 2 dann mehr. Und jetzt kann man sich fragen, wie man im Prinzip Relevanz bewerten möchte. Da gibt es verschiedene Arten. Man könnte das für Anfrage-Dokumentpaare haben wollen und sagen, okay, gegeben diese Anfrage ist dieses Dokument hier relevant. Dazu kann man beispielsweise Crowdsourcing einsetzen, also Plattformen wie Amazon Mechanical Turk oder ähnliche, wo man im Prinzip kleine Mikroaufgaben vergibt, sowas wie eben so eine Relevanzbewertung, und dafür ein paar Cent demjenigen bezahlt, der das macht, oder vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie aufwendig es ist. Außerdem gibt es für die Analyse von Retrieval-Systemen Ideen aus der Maßtheorie im Prinzip, wo man so fragt, wie würde man denn eine Metrik ansetzen wollen, die im Prinzip Retrieval gut bewerten kann. Dazu gibt es also verschiedene Evaluierungsmaße, über die wir dann später auch nochmal im Detail sprechen können, aber im Prinzip kann man sich schon im Hinterkopf so ein bisschen merken, bei einem Websuche evaluieren ist es wahrscheinlich ziemlich wichtig, dass die ersten paar Ränge gut besetzt sind, also dass da die relevantesten Treffer stehen. Also so ein sehr starker Fokus auf die Top-Ränge ist beim Evaluieren im Webumfeld gegeben, und da gibt es so ein Maß wie NDCG, Normalized Discounted Cumulated oder Cumulative Gain, je nachdem in welchem Paper Cumulative wird in allen Varianten sozusagen benutzt. Da geht es eben darum, dass man als Suchmaschine besonders viel Bonus für ein Suchergebnis bekommt, wenn das Relevanteste auf Rang 1 steht, das Zweitrelevanteste auf Rang 2, das Dritte auf Rang 3 oder so. Und wenn man beispielsweise nicht auf Rang 1 das Beste hinkriegt, dann kriegt man schon gleich ziemlich viel abgezogen und bekommt dann eben nicht so ein gutes Evaluierungsmaß, beziehungsweise so einen guten Evaluierungsscore bezogen auf das Maß dann zurück. Was man auch machen kann als Suchmaschine, ist eben das Log zu analysieren und zu schauen, wie denn das Suchverhalten sich bei den Nutzern verändert, vielleicht auch, wenn man das System ändert. Also klicken die mehr auf die ersten Ränge oder so. Und sowas könnte man begleiten, dann auch noch so eine Log-Analyse durch Nutzerstudien oder eben sogenannte AB-Tests, Nutzerstudien. Da würde man im Prinzip
jemanden in so eine Art Labor sozusagen setzen und sagen, hier, das ist das Informationsbedürfnis, versuch mal mit dieser Suchmaschine das zu erfüllen, du hast so und so viel Zeit vielleicht noch. Und AB-Test ist dann eben im Prinzip eine Art Log-Analyse, aber eine spezielle Art, wo man sagt, ich habe zwei Varianten meines Systems, A und B, und einer bestimmten Population von Nutzern zeige ich das an, was Variante A machen würde, und einer anderen das, was Variante B macht, und dann vergleiche ich das Verhalten. Das ist so ähnlich wie im Prinzip Medikamententests oder so in der Medizin auch, dass man eben verschiedene Studiengruppen hat und vielleicht auch noch Kontrollgruppen, wo man quasi nichts macht und dann versucht zu verstehen, in welcher der Gruppen eine Systemveränderung besonders gut geholfen hat. Das, was bei solchen AB-Tests, bei großen Suchmaschinen eben zu beobachten ist, dass viele gleichzeitig ablaufen. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Im Prinzip, wenn man so eine Suchmaschine benutzt, ist man Proband gleichzeitig in verschiedensten solchen AB-Experimenten gleichzeitig für jede Anfrage. Also beispielsweise wird versucht, irgendwie, keine Ahnung, Snippetlänge zu variieren und vielleicht auch die Farbe der einzelnen Komponenten der Suchmaschine. Und irgendwie vielleicht noch ein Retrieval-Verfahren ein bisschen anders im Hintergrund eingesetzt und noch viele andere mehr. Und man ist eben gleichzeitig in verschiedenen Kontroll- und Studiengruppen für verschiedenste von solchen AB-Tests. Und das wird dann auf Basis von Log-Analysen eben ausgewertet, welche Varianten am besten sind. Man könnte neben dem eigentlichen Retrieval, also zeigt denn die Suchmaschine gute Treffer an, auch fragen, funktioniert die Suchmaschine für die Nutzenden aus deren Sicht? Also nicht einfach werden die relevantesten Treffer angezeigt, sondern sind die Nutzer zufrieden? Ist die Nutzbarkeit der Suchmaschine, des Interfaces groß genug oder brauchen die viel Zeit, um irgendwas zu erledigen, um eine Anfrage einzugeben, um zu klicken oder so? Das könnte man auch basierend auf eben Log-Analysen machen, wo man einfach das aufgezeichnete Verhalten sich anschaut. Oder eben dezidiert durch Nutzerstudien wieder, wo man die Leute irgendwie hinsetzt und sagt, benutzt mal bitte dieses Interface jetzt hier für diese Suchanfrage. Oder eben auch AB-Testing, was im Prinzip eine spezielle Art von Log-Analyse ist, ne? Wo man eben genau weiß, was die einzelnen Experimente sind, die einzelnen Bedingungen sind. Und man dann eben im Log, nachdem Leute die Suchmaschine in verschiedensten Varianten benutzt haben, im Log nachschaut und guckt, ob da irgendwelche Auffälligkeiten zu sehen sind. Neben dieser eher auf die Effektivität orientierten Analyse, also sowas wie Retrieval oder User Experience, da ist ja die Frage, funktioniert die Suchmaschine so, wie sie soll, gibt es dann eben auch noch sowas wie Laufzeitanalysen, also die so die Effizienz betreffen, wo man eben fragt, was will man denn eigentlich messen? Also ist es eher sowas wie Throughput, so und so viele Queries pro Sekunde gehen durch, oder für jede einzelne Query, was ist denn so die Antwortzeit, die man braucht, und andere ähnliche Geschichten, die irgendwas mit Zeit zu tun haben. Auch das kann man im Log analysieren. Oder eben in Laborexperimenten und vielleicht auch Simulationen, wo man eben simulierte Nutzer beispielsweise die Suchmaschine benutzen lässt und einfach mitmisst, wie viele Anfragen pro Sekunde durchgehen oder was so die längsten Antwortzeiten auf verschiedenste Anfragen sind. Und neben der eigentlichen Laufzeitanalyse vielleicht auch noch sowas wie, wie groß ist eigentlich der Memory Footprint von meinem Index oder solche Geschichten, wie viel Replikation ist gut, um vielleicht den Throughput so ein bisschen zu erhöhen oder so. Also wie viel Speicher, wie viele Server sollte ich denn vorhalten, solche Geschichten. Das wäre dann eher so die Effizienz, die man dann evaluieren möchte bei einer Suchmaschine. Kommen wir auch im Detail gerade auf die Effektivitätsanalyse, die Evaluierung der Effektivität einer Suchmaschine später in der Vorlesung nochmal in einem eigenen Abschnitt dazu. Damit wären wir jetzt im Prinzip eigentlich fertig und haben das Architekturbild der Suchmaschine so quasi komplett vor uns. Fing damit an, dass wir gesagt haben, es gibt im Prinzip zwei Prozesse, Indexing und Retrieval, und dazwischen eben die einzelnen Komponenten, die Dinge speichern, die dann in eben dem Retrieval-Prozess benutzt werden. Und außenrum, jetzt zum Schluss, hatten wir gesehen, die große Klammer der Evaluierung, die eben dann die Frage stellt, ist das alles so, wie es sein soll? Funktioniert das so, wie es funktionieren soll? Ja, so viel im Prinzip zur Architektur. Kam noch einen kleinen letzten Screencast, die Möglichkeit, das Ganze so karaoke-mäßig nochmal sich anzuschauen. Danke erstmal.